Das Inserat. Kostenlose private Kleinanzeigen. NFL Europe League 1999. Die Galaxy zurück im Frankfurter Waldstadion, dem Mekka der deutschen Footballgeschichte. Und mit dabei alles, was Football so schön macht. Die Begeisterung der Fans, die Ausstrahlung der Cheerleader, die Faszination des Sports. 5 weitere Heimspiel, sprich Festtage, in der endlosen Erfolgsgeschichte der Frankfurt Galaxy stehen unmittelbar bevor. Erfolgscoach Dick Curl wirft gleich einen tiefen Blick in die Zukunft der bevorstehenden Saison. Er wünscht sich gleich 2 Spiele im Düsseldorfer Rheinstadion. Die Tatsache, dass nur der Teilnehmer am Endspiel der diesjährigen Saison 2 Spiele in der Feierheimspielstätte bestreiten kann, lässt ihn dafür stimmen, gleich 2-mal in diesem Jahr nach Düsseldorf zu reisen. Willkommen Galaxy-Fans zum ersten Heimspiel 1999. Yeah!
Fans waren heiß auf Football und Berlin Thunder, dem Football-Neuling von der Spree und dem Auftaktgegner der Galaxy. Doch die Berliner mussten die Heimreise ganz ohne Punkte antreten. Verantwortlich dafür zwei Galaxy-Spieler. Der erste Andy McCullough, Galaxy Wide Receiver mit der Nummer 18. Zwei Touchdowns zu Beginn der Saison. Eine Verheißung auf eine erfolgreiche Spielzeit. Der zweite Kicker, Ralf Kleinmann, mit seinem 53-Yard-Rekordkick sicherte er den Frankfurtern 4 Punkte und damit den ersten Sieg der noch so jungen Saison. Und der Ball ist gut. Und das sind 4 Punkte. Das letzte Field Goal. Heimspiel gegen Düsseldorf Rhein Fire. Die Fans strömten reichlich aufs Vorfeld zur obligatorischen Galaxy-Fete. Und das, obwohl der Gast aus dem Rheinland bisher in allen Spielen im Waldstadion als Sieger vom Platz gegangen war. Aber das war für die besten Fans der Welt natürlich kein Grund, sich nicht auf eine ordentliche Feier einzustimmen. Welche Mannschaft unterstützt du denn heute Abend? Ich unterstütze beide Mannschaften. Ja. Wer gewinnt? Ja, ich denke die besseren. Wer wird das sein dann? Ja, die Große? Ja, Galaxy natürlich, ist ja klar. Warum? Hä? Ich denke, weil sie besser sind. Und? Alles klar. Von der Verlag, wer gewinnt heute das Spiel? Ich tippe eigentlich auf die Düsseldorfer. Und zwar aus dem Grunde, darf ich es sagen? Ja, gerne. Galaxy hat glaube ich, ein gutes Team, aber hat eine ganz kurze Vorbereitungswoche, spielen in Schottland ganz hart. Also ich glaube, die sind emotional gesehen einigermaßen leer. Hat es auch was mit der Serie zu tun? Frankfurt hat ja noch nie gegen Rhein Fire gewonnen. Ja, hat auch was damit zu tun, kann man sagen. Ja. So eine Serie reißt nicht mal ab, zum Beispiel heute bei diesem wunderschönen Tag mit 21 Grad Außentemperatur. Die Eintracht-Serie ist gestern abgerissen, also vielleicht reißt die Galaxy-Serie ab. Das wäre schön, also das wäre ganz gut für die 40.000 Fans hier heute. Aber irgendwie tippe ich da auf Rhein Fire. Zwei Stimmen zum Ausgang des Spiels, zwei verschiedene Meinungen. Doch der Fan sollte am Ende recht behalten. Firekicker Manni Burgsmüller kam siegessicher an den Main. Wir haben also wirklich hier in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut gespielt. Und ich glaube, das Frankfurter Pflaster, das liegt uns. Bereits am Tag zuvor hatten die beiden Rivalen Burgsmüller und Kleinmann auf dem Römer gegeneinander gekickt. Standfest war er nicht, der Manni, aber er gewann mit 5-4. Ich habe gewonnen, ja, ich habe es geschafft. Gleich zu Beginn
verschoss der ehemalige Fußballprofi einen 23-Yard-Field-Goal-Versuch deutlich. Es hieß weiterhin 0-0. Die Galaxy marschierte vorwärts und machte klar, dass an diesem Tag die Niederlagenserie gegen die Rheinländer zu Ende gehen würde. Endstand 13-7. 3 Siege und eine Niederlage. Die Galaxy im Vorwärtsgang. Die Fans vollständig aus dem Häuschen. Fans der Welt, die Rheinfeuer-Offense konnte ihr eigenes Wort nicht verstehen auf dem Feld. Und das hat uns natürlich sehr viel geholfen. Du hast im letzten Jahr gesagt, ich glaube, Rheinfeuer spielt nur deswegen, um uns zu schlagen. Diesmal habt ihr es ihnen zurückgezahlt. Ja, jetzt haben wir es zurückgezahlt. Jetzt müssen wir nur an nächste Woche denken, die ganze Verletzungen auskurieren und damit wir dann 4-1 sind auf dem Weg zum World Bowl. Das wäre natürlich super. Danke. Werners Optimismus schien begründet. Doch vor dem Einzug ins Endspiel sollten auch noch einige Niederlagen die Stimmung dämpfen. Allerdings nicht bei den Fans. Zum dritten Heimspiel gegen die Claymores war von Niedergeschlagenheit bei den Anhängern der Galaxy nichts zu spüren. Und das, obwohl die Frankfurter mit 2 Auswärtsniederlagen im Gepäck ins Waldstadion zurückgekehrt waren. Die Stimmung ist friedlich. Eine Party vor der Party. Zusammen mit den Fans der Gastmannschaft, die eine besondere Freundschaft mit den Galaxy-Fans verbindet. Absolutely, absolutely. I mean, it's grown since, I would say, 96. I mean, I was over here in week 5 in 96 when the Claymores won to qualify for the World Bowl, and we had a great time. And then when the Galaxy fans came over for World Bowl 96, we just partied. I mean, Claymores won, which was great for us, but we had a great time with the Galaxy fans and we just made a big party in Edinburgh. And it's just developed from there. Every year it gets bigger and bigger. Die Pre-Power Party, ein Highlight vor dem Spieltag. Sie bietet für jeden etwas anderes. Wir fressen uns auf. Nein, das kannst du nicht sagen. Es ist mehr als ein Footballspiel, auf jeden Fall. Es ist einfach Party, es ist einfach Leben, Lifestyle. Galaxy ist irgendwie anscheinend so ein Lebensgefühl. Also ich fühle mich fantastisch, wenn ich hier bin. Und unter der Woche kann ich mein Jersey anziehen. Und dann ist es auch für mich fantastisch. Also es ist wirklich nicht nur Sport, sondern Ereignis pur. 12.30 Uhr. Die Stimmung steigt. Die Plätze auf dem Parkplatz werden immer rarer. Für manch einen wird es jetzt Zeit, sich in Schale zu werfen. Party mit Gästen aus ganz Deutschland kann beginnen. Sie waren eine super Stimmung. Zu welcher Mannschaft halten Sie denn heute? Ja, ich halte eigentlich zu der Mannschaft des FC Hansa Rostock. Ich bin nämlich ein Norddeutscher und bin hier zu Besuch. Sind Sie auf der falschen Veranstaltung? Hier wird American Football gespielt. Ja, meine Tochter ist absoluter Fan dieser Mannschaft und sie weist mich heute das erste Mal in meinem Leben hier ein. Und warum ist so eine gute Stimmung bei Ihnen? Woran liegt es? Ja, das ist mein Temperament. Dafür kann ich nicht. Galaxy! Sag mal, seid ihr Zwillinge? Nein, um Gottes Willen! Wäre eine Schande, mit dem zusammen zu sein. Yeah,
die Schotten. Immer besondere Gäste im Frankfurter Waldstadion. Das Hinspiel in Glasgow war knapp mit 42-35 an die Galaxy gegangen. Doch das Rematch im Waldstadion brachte nicht weniger Punkte, wenn auch mit einem anderen Gewinner. Spektakuläre Aktionen, Touchdowns und Interceptions. Den Zuschauern wurde alles geboten, was American Football zu bieten hat. Juni 1999, der Monat, in dem die Endspiele der NFL Europe League ausgetragen werden. Doch die warme Sommerzeit brachte für die Fans der Galaxy gleich zwei Überraschungen. Ralf Kleinmann, der heißgeliebte Kicker der Galaxy, hatte nach seiner Ankündigung zu Beginn der Saison seine letzte Spielzeit in Frankfurt zu absolvieren, für die Fans auf der Power Party nun doch eine faustdicke Überraschung parat. Zusammen haben eine Entscheidung gefällt. Die solltest du uns kurz erläutern. Ja, zunächst mal möchte ich anmerken, dass ich positiv überrascht bin, wie toll der Werner heute aussieht. Das kann ich gar nicht lassen. So, und jetzt zu der Entscheidung. Ja, es war folgendermaßen für uns beide, Alexander und ich, stand natürlich das Geschäft ein bisschen im Vordergrund. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann lassen wir das lieber mit dem Football. Ist mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen, Alexandra auch. Und Ende vom Lied ist eigentlich, das Geschäft läuft nach wie vor sehr gut. Es tut dem Ganzen keinen Abbruch, unsere Beziehung geht auch wunderbar. Und dann haben wir halt am Samstag entschieden, dann machen wir das nochmal. Also doch noch mindestens ein Jahr mit Ralf. Die Fans waren begeistert. Die zweite Überraschung, Weihnachten im Waldstadion, mitten im Sommer. Die etwas ausgefallene Idee kam an. Nicht nur zahlreiche Fans kamen in Wintermontur, auch die Frankfurt Galaxy Cheerleaders zeigten sich in passender Frostfashion. Noch etwas brachte dieser Tag. Während der Halbzeit wurde im Stadion das Trikot mit der Nummer 12 gehisst. Die 12 steht für den 12. Mann der Galaxy, die Fans. Es wird zukünftig am Stadiondach bei den Spielen der Galaktischen Wehen gewiss eine verdiente Referenz an das fantastische Frankfurter Publikum. Und an diesem Abend zeigte sich selbst der Himmel über dem Stadion in den Galaxy-Farben. Jedermann
war in Hochstimmung. Selbst die Sanitäter schwangen gekonnt das Tanzbein. Dabei hätte einer durchaus die erste Hilfe nötig gehabt. Ein verdienter, wenngleich glücklicher Sieg über die Admirals. Und, wer es noch nicht gesehen hat, Pat Barnes und sein super Drive zum 6:0. Im Feld zu bleiben, schade für ihn, denn da wäre noch viel, viel mehr drin gewesen. Aber wichtig natürlich, das First Down. Und das ist ja wirklich interessant. Da hieß es die ganze Woche, ja, er kann im Notfall eingesetzt werden, Pat Barnes. Aber jetzt kommt er hier wunderbar gefangen. Ja, da treibt ihn die Masse natürlich nach außen. Das ist klar. Da hat er keine Chance, im Feld zu bleiben. Nur zwei Pässe aus der eigenen Endzone. 100 Yard Raumgewinn, 28 Spielsekunden. Und die Admirals wussten Bescheid. Ziemlich alt aussehen und das ist seine Stärke. Er kann nach dem gefangenen Ball sehr viel damit anfangen. Der 9. Touchdown durch Andy McCullough. Eingeleitet durch Werner Hipplers. First Down, den Ball aus der Endzone geworfen. Das hatte es bisher noch nicht gegeben. Das letzte Heimspiel der Saison war noch gar nicht gespielt und die Galaxy war bereits für das Endspiel qualifiziert. Kein Wunder, dass die Stimmung bei den Fans bereits Stunden vor dem Kickoff glänzend war. Party bis zum Abwinken war angesagt. Auf dem Vorfeld des Frankfurter Waldstadions sah es schon gegen 18 Uhr aus wie nach der großen Party. Doch dabei sollte sie erst richtig losgehen. Die Barcelona Dragons waren im letzten Heimspiel der Saison zu Gast bei den Frankfurtern. Historie pur sozusagen, denn seit Anbeginn der Liga 1991 sind nur noch diese beiden Teams von Anfang an dabei. Die spanischen Drachen brauchten einen Sieg, um sich für das Endspiel in Düsseldorf zu qualifizieren. Doch die Galaxy dachte nicht daran, Gastgeschenke zu verteilen. 3, 9,
es war Ralf Kleinmann, der die Paarung für das Endspiel in Düsseldorf bestimmte. In der entscheidenden Phase des Spiels musste der sonst so nervenstarke Kicker der Frankfurter gleich zweimal zusehen, wie sein Schuss an den Stangen vorbeisegelte. Die äußerst knappe Niederlage der Galaxy brachte die Dragons ins Endspiel und die Düsseldorfer in Rage. Es war das letzte Heimspiel der Saison 1999 im Waldstadion. Die Cheerleader verabschiedeten sich von ihren Fans. Aber nur für eine Viertelstunde, denn auf der Powerparty-Bühne begann bereits 15 Minuten danach die World Bowl Party-Woche. Die knappe Heimniederlage von nur einer Stunde bereits Geschichte. Das doppelköpfige Monster war in Gedanken bereits in Düsseldorf. Well, I promise you, next Sunday night in Düsseldorf, we are going to be the 1999 World Bowl champions. I brought a beer up here tonight to say prost to all the fans. Because you guys are awesome this year. And all we need is one more out of the 12th man up in Düsseldorf. We'll see you up there. Wochenende in Düsseldorf. Die Rheinstadt war auf das große Event vorbereitet. 155 Nationen sind via Fernsehen dabei. Grund genug, sich ordentlich herauszuputzen. Morgen gibt es nur eine Sache für uns. Wir werden auf jeden Fall den World Bowl gewinnen und gibt es keine Alternative. Jetzt sind wir gerade noch die Zigarren am Holen, die wir morgen nach dem Gewinn rauchen werden. Gibt es keine Alternative. Das große Fest begann bereits vormittags in der Altstadt noch in gewohnten Bahnen. Ganz Düsseldorf-like, Dixie statt Rock'n'Roll. Doch das sollte sich schnell ändern und schon bald bestimmten die Fans beider Mannschaften mehr und mehr das Straßenbild. Da, in den Düsseldorfer Straßen, gab es sie auch zu sehen, die echten Dragons-Fans, Spanier, angereist von weit her, um beim World Bowl dabei zu sein. Wundersame Vermehrung, bei der Fanfeier am Abend klangen die Dragons-Sprechchöre dank rheinischem Zungenschlag schon ganz anders. Aber Gott sei Dank gab es nicht nur konvertiertes Publikum. Jede Menge Football-Fans aus allen Städten der NFL Europe waren da, um den Höhepunkt der Saison, das Endspiel der Liga, nicht zu verpassen. Und ein Lied können schließlich alle gemeinsam singen. Ah.
Stimmung gegen 20 Uhr bereits auf dem Siedepunkt. Das Ende aber noch weit, weit entfernt. Es gehörte schon eine gehörige Portion Kondition dazu, diese Nacht durchzustehen. So weiter und so weiter. Wenig später im Düsseldorfer Rheinstadion. Die Fans laufen ein zur ultimativen World Bowl Party. Und die war dank übermächtiger Galaxy-Beteiligung. So, ja Mann, so. Manch einer hatte schon sehr früh die erste Abkühlung nötig. Woody, der Düsseldorfer Werner-Ersatz, gab sein Bestes. Und das war Selters. Im Stadion waren alle Farben vertreten. Aber Lila dominierte eindeutig. Die Pre-Game-Show brachte einmal mehr eine Demonstration der einzigartigen Fans der gesamten Liga. Fans are friends. In der NFL Europe League ist dieser Slogan Realität. Fankultur, wie sie besser nicht vertreten werden könnte. Und damit Vorhang auf für die große Party. Das Endspiel der Saison 1999 zwischen den Barcelona Dragons und der Frankfurt Galaxy. Die Spanier kamen besser ins Spiel. 3:0 durch einen Kick von Jesus Angoy nach 8 Spielminuten im ersten Viertel.
in diesem World Bowl 99. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ralf Kleinmann noch im ersten Spielabschnitt zum 3:3 Ausgleich. Aber du hast es ja vorhin schon angesprochen. Also der Ausgleich. Und Ralf Kleinmann. Danach Barcelona im Vorwärtsgang. Lawrence Phillips, der eindeutig beste Running Back dieser Saison, zur erneuten Führung der Grünen. Über die rechte Seite und er schafft es. Touchdown für die Barcelona Dragons. 9:3, der neue Spielstand. Der erste Touchdown in diesem Spiel. Doch wieder konnte die Galaxy kontern. Pat Barnes auf Andy McCullough. Eines der Erfolgsrezepte dieser Saison. Ein Trumpf, der auch im Endspiel stach. Ist zwar nicht richtig frei, aber doch frei. Und nicht lange danach das gleiche Spiel. Barnes auf McCullough und die Frankfurter gehen in Führung. Weiter Pass in die Endzone auf die rechte Seite und Touchdown Frankfurt. Big Play auf Andy McCullough. Mal schauen, vielleicht probiert er jetzt noch einmal den Alley-oop Slam Dunk über die Stange, aber der Touchdown, ja, das sah doch schon mal gut aus. Da läuft er seinem Cornerback davon. Also jetzt dritter Versuch. Nach der Halbzeit kamen die Spanier zwar noch einmal zum Ausgleich, doch die Galaxy blieb weiter im Vorwärtsgang. Unwiderstehlich jetzt die Angriffswucht der Frankfurter, getragen von gleich zwei erstklassigen Quarterbacks. Der Lob auf Ingoglia, 24:17 für die Galaktischen. Der Lob auf Mario Bailey, 31:17. Bezeichnung und er macht es gut. Da hört er den Hinweis seines Coaches und besser geht es tatsächlich nicht. Mario Bailey in der Endzone. Für eine Sekunde frei und die reicht. Touchdown Frankfurt. Danach war die Entscheidung gefallen, auch wenn es noch zwei Touchdowns zu sehen gab. Mario Greer für Barcelona und noch einmal Andy McCullough für die Frankfurter komplettierten das offizielle Endergebnis 38:24. Ein Abend, wie sich die Galaxy ihn nicht besser hätte wünschen können und ein Versprechen für die kommende, für die Jahrtausendsaison, deren Endspiel im Frankfurter Waldstadion stattfinden wird. Und unter Androhung von höchster Gewalt entscheiden sie auf Touchdown, aber was für ein... Yeah.
You hear what I say from Frankfurt? And the boys can't play when a quarterback gets the ball in his hand. Run back, y'all, and do the best you can. Cause even your best will be no good when the Galaxy's in your neighborhood. Touchdown, 1, 2, 3, 4. Go crazy. Everybody's out there and the boys aren't lazy. It's an all-time party like never before. The crowd goes berserk with every score. The master plan is to rule them all, and the Galaxy has outplayed them all with a worldwide
most outrageous fans, the Rumble 95 is in their hands.